Das war's für heute. Vielen Dank fürs Kommen. Okay, das war der Abspann, den wir eigentlich nach der Sendung spielen wollten. Hallo Carmen, hi. Hallo Marc. Tatsächlich habe ich gedacht, die sind so laut, ich höre unseren Namen nicht. Ist auch okay, wenn man so tolles Publikum hat. Also Hammer. Yeah. Super, super also, schön. Also kurze Miniwelle von uns beiden, ja. Hey. Also die Stimmung stimmt schon mal. Fantastisch, wow. Jetzt lass uns ganz kurz in die Bildregie schneiden, um zu gucken, wie es denen geht. Wie geht's euch? Top. Okay, gut. Also so sieht die Bildregie aus. Das sind einige fleißige Menschen am Werk gewesen heute. Ah, stopp, da bin ich ja schon wieder. Ah. Da war ich schon wieder. Macht nichts, ist okay. Die Bildregie ist schon wieder. Also, zweite Staffel vom Quartierskino. 21 fing es an. Jetzt sind wir im Jahr 2023. Was ist anders? Es ist anders, dass heute Menschen da sind. Weil die erste Quartierskino-Show oder die ersten Shows, die haben wir 2021 während dem Lockdown abgefeiert. Das heißt, der Saal war komplett leer. Und deshalb freut es uns heute ganz besonders, dass heute so viele Menschen hier sind und wir so viel Applaus bekommen haben. Großartig. Das muss ich erstmal nochmal ein bisschen verarbeiten. Ja. Ja, also wir wollen vielleicht gar nicht jetzt zu viel erzählen, weil wir sind ja heute mit Gästen unterwegs. Sollen wir mal kurz die Sponsoren sagen? Die sagen wir. Also dieses Projekt ist gesponsert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. Das freut uns ganz besonders. Und der zweite Förderer von uns ist die Volkswohnung GmbH. Viele von Ihnen werden sie wahrscheinlich kennen. Können wir einen kurzen Zwischenapplaus machen? Ja, bitte schön. Applaus für unsere Förderer. Was erwartet uns heute? Gäste. Welche Gäste? Kulturküche. Menschen. Ja, die Kulturküche. Moment, es scheint hier so ein Triggerwort zu geben. Ich probiere es nochmal. Du Marc, wer kommt heute? Die Kulturküche. Die sind unsere ersten Gäste. Insgesamt gibt es 7 Shows. Heute die erste Show. Und wir haben einen Gast. Mike, oder? Genau, Mike. Und Mike, den kenne ich nämlich noch von ganz, als ich noch ganz klein war. Weil ich bin nämlich groß geworden im damals noch Carambolage. Also da wurde ich sozialisiert sozusagen. Also das ist zum ersten Mal auf, ein weiteres Reizwort, Carambolage. Carambolage! Genau, und deshalb, als ich dann Mike dann wieder gesehen habe in der Kulturküche, Jahre später, weil Carambolage gibt es ja schon eine Zeit lang gar nicht mehr, habe ich mich sehr gefreut, so ein bekanntes Gesicht auch aus meiner Jugend, fast Kindheit eigentlich, zu sehen. Und ja, das ist heute unser Gast, der für die Kulturküche heute etwas über die Kulturküche erzählt. Ja, bin sehr gespannt. Und was erwartet uns noch? Die Glaskugel. Die kommt auch wieder? Die kommt auch wieder. Auch ein Stück noch von Vergangenheit, von vor 2 Jahren, von der ersten Sendung. Wer hat eigentlich überhaupt schon mal jemals was vom Quartierskino gehört? Wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, wie hier sind. Ah, doch einige. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar. Und 2000, nee, halt stopp, nee, jetzt muss ich nachfragen. 2021 auch live gesehen? Oh. Große Fans. 2 Fans haben wir. Faninnen. Toll, einen kleinen Applaus. Kulturküche. Sehr
sehr schön. Die wissen, dass es da was passiert ist. Wir hatten ab und zu einen Gast. Der steht jetzt da hinten. Der steht schon da. Deswegen, eigentlich war ausgemacht am Ende, was ist mit diesem Gast los? Wir haben ja eh mit dem Abspann angefangen. Das ist ja nicht schlimm, wenn wir ein paar Sachen umwerfen. Will er rein? Will er nicht rein? Er will vielleicht die Sendung einfach sehen. Er will nicht rein. Okay, gut. Wir warten noch. Okay. Es gibt noch weitere Überraschungen. Neben der Klassung. Und Mike, und wo ist Mike? Vielleicht erzählen wir, bevor wir Mike auf die Bühne bitten, erzählen wir vielleicht noch mal kurz, was ist das Radierstchen überhaupt? Ah, die wissen es doch alle. Ja, also wir haben heute einen besonderen Film ausgewählt und so weiter. Und die Kulturküche, die heute praktisch den Stadtteil widerspiegelt, Innenstadt Ost, um den es heute ja auch geht. Ja. Mit denen haben wir einen Film ausgewählt und der Film folgt im Anschluss. Und warum wir diesen Film ausgewählt haben, das erfahren wir jetzt von Mike. Und deshalb, wo ist denn der Mike überhaupt? Mike? Der ist ja gar nicht da. Gehst du mal hinten hin? Ich guck mal rechts, wo er ist. Mike, siehst du den Mike? Nee, alles irgendwie. Wir waren nicht so professionell wie heute. Wusstest du, dass der Tyrannosaurus Rex die 3,6-fache Sehkraft des Seeadlers hat? Also, das bedeutet, dass er dich sieht, da ist er noch 6 Kilometer entfernt. Ja, aber das bedeutet ja, dass die Aussage im Jurassic Park komplett falsch ist. Ja, genau. Ja, und was mache ich jetzt? Ich meine, was mache ich denn jetzt hier? Nett sein. Begeisterung. Und bei den Fakten bleiben. Begeisterte Fakten, das klingt gut.
bitte, bleib auf dem Teppich, ja? Du weißt zu viel, Blümchen, das verträgt die Menschheit noch nicht. Ja, aber die Kulturküche, die lieben uns für unsere gute Laune! Ja, du bist auf. Deswegen arbeite ich auch da. Bester Arbeitsplatz ever. In einem der interessantesten Viertel von Karlsruhe. Rotlicht, Unis, Kultur, Geschichte. Inklusive Arbeitsplätze. Soziokratisches Arbeiten. Ja, die Kulturküche ist außerdem das Wohnzimmer des Quartiers. Die Leute verlassen die Kulturküche mit einem riesen Lächeln. Ja. Und? Weißt du, was soziokratisches Arbeiten ist? Ha. Selbstverantwortliches Arbeiten. Ja. Keine Hierarchien und menschliche Werte. Keine Hierarchien. Super, dass sowas klappt. Ja. Ja. Nachhaltigkeit. Ja. Der Versuch. Naja, wir haben regionales, saisonales Essen und Bio-Verbandware. Und ein Haus, das denkmalgeschützt ist. Denkmalschutz, Nachhaltigkeit. Okay, ja, wir gehen Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Und die ganzen Veranstaltungen, Lesungen, Konzerte, Theater, Firmenfeiern. Ja, man könnte meinen, es läuft. Ja, tu's auch! Ja. Hey! Hey! Nur mit dem Geld hapert's ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Das tut es jetzt aber auch in den letzten 3 Jahren bei vielen. Und wir sind immer noch hier. Und wir wollen bleiben und wir werden weitermachen! Yeah! Besonders jetzt, wo die Kulturküche, nein, nicht die Kulturküche, aber das Seilerhaus 300 Jahre alt wird. So viele kulturelle Einrichtungen, die uns Geschenke machen. Na! Nicht spoilern. Das fängt doch gerade erst an. Sag mal, werden wir auch über den Film interviewt? Ja, also den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Den gucke ich mir jetzt später an. Aber ich kenne welche, die den gesehen haben. Echt? Ja, und die haben gesagt, es geht irgendwie um die Kulturküche. Obwohl es gar nicht um die Kulturküche geht. Ja, ja. Da ist so ein Typ, der erzählt, wie... Nicht. Nicht spoilern. Ja, oder diese eine Familie. Ja, guck mal, du spoilerst schon wieder. Ja, aber die Kulturküche fing mit einer Vision an. Weißt du noch? Ja. Da dieses riesen Plakat. Wir haben diese Ideen da drauf. Ja, und jetzt ist das... Also alle Ideen, die auf diesem Plakat waren, die sind jetzt Wirklichkeit. Also das heißt, Leute, Träume können Wirklichkeit... werden! Ja! 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 Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Okay. Ja, okay. Okay. Wir müssen uns... Ich hab dich gesucht. Du hast mich gefunden. Sehr gut. Wie war's? Warst du jetzt sehr nervös, so allein auf der Bühne? Nö, ich war total chillig. Ja? Ja, nur im Kopf, man weiß ja, wie es manchmal ist, da geht's dann halt ab. Ah, okay. Was will ich in deinem Kopf? Was auch immer, Musik, Dinosaurier, Bücher. Bücher? Bücher. Ah, okay. Gehen wir... In Stadt Ost ist es ein Thema, war das auch ein Thema da oben? Ja, ich meine, unser Quartier ist unser Quartier und wir fühlen uns da wohl und ich glaube schon, ja, das ist auch immer ein Thema. Also wie wird es angenommen, wie kriegt man da Feedback von den Leuten und der Stadt und so und auf jeden Fall. In Stadt Ost, ich finde es ja so surreal, ist es ein Stadtteil, den man als solches wahrnimmt, also Oststadt nehme ich wahr, Südstadt nehme ich wahr, aber in Stadt Ost,
Naja, ich habe da 10 Jahre gewohnt, also das ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe mich da eigentlich schon wohl gefühlt. Nicht ganz da, wo die Kulturküche jetzt ist. Ich habe, vorhin wurde ja schon erwähnt, ich habe im Karambolage gearbeitet. Ich habe am Lidl-Platz gewohnt, was quasi direkt an der Grenze zur Innenstadt West ist. Knapp 10 Jahre. Ja, das war schon schön. Und also kann man sagen, dass die Kulturküche ein wichtiger Beitrag für diese ganze Ecke ist, im Sinne von Zusammenkommen, miteinander reden? Oder wie nimmst du das wahr? Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es belebend ist für den Bereich, weil wenn man sich da umguckt, da gibt es halt 1000 Dönerbuden gefühlt, da gibt es irgendwelche Säuferkneipen oder so und die Kulturküche ist da ein Ort, wo halt andere Dinge gehen. Also da gibt es freies Tanzen, da gibt es Theatervorführungen, da gibt es Konzerte. Konzertlocations in der Innenstadt Ost total schwierig, also weil man ja auch immer gucken muss, Nachbarn oder irgendwas und so. Man hat da natürlich seine Einschränkungen, ob es nicht zu laut ist oder solche Dinge. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Jetzt hört sich ja so viel an und so vielfältig, aber das heile Häuschen selbst ist ja gar nicht so groß, oder? Ich habe jetzt keine Quadratmeterzahl einstudiert. Echt? Ah, lasst uns Bilder schauen. Es gibt ja Bilder. Dann gucke ich mal und zähle nach, ob 700 sind. Ah, das ist von euch selbst, ne? Und das sind so historische Aufnahmen. Genau, das Seilhäuschen, das heißt Seilhäuschen, weil da eine Seilerei drin war. Da wurden von Hand Seile hergestellt. Und sieht man da jetzt noch was von der Architektur? Das war ja, also das Seilerhäuschen ist, soweit ich weiß, das von nur 6 Häusern in Karlsruhe, die aus der Gründerzeit noch erhalten sind, ist es das einzige, das auch in guten Teilen im Innenraum noch original erhalten ist. Also zum Beispiel gibt es den, wir nennen es den Ladenraum, das ist da auf dem Bild zu sehen. Und die Lady, kennst du die Lady? Nee, nicht persönlich. Aber du weißt, wer sie ist? Sie war wohl noch eine von der Familie Schönherr, die das Haus über viele, viele, viele Generationen bewohnt hat, also seit es gebaut wurde bis 1986, glaube ich, hat die Familie auch gewohnt. Können wir auch mal nach da gucken? Ja, ja. Das ist unser schönes Schaufenster und da sieht man zum Beispiel an der Wand noch im Innenraum, also man sieht teilweise noch, wo die Theke stand und so, und da sind noch so Vorrichtungen, wo dann Seile hingen, die Leute kaufen konnten halt und so, also das ist schon sehr gut erhalten, ja. Mhm. Okay, dann haben wir noch ein anderes Bild, genau, vom Hinterhof. Das ist unser wunderschöner Innenhof, der jetzt hier mal gar nicht so schön aussieht, muss ich sagen. Aber echt? Ich finde, der sieht total schön aus. Im Sommer ist er deutlich grüner als auf dem Foto. Nee, ich meine, ihr habt ja total viele schöne Dinge damit gemacht. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Foto und so weiter und so fort. Aber der ist doch schön. Ja. Da nochmal von außen, ne? Genau, das darf man nicht durcheinander schmeißen. Ja, genau. Da sind wir. Mhm. Da ist dieses Schaufenster wieder. Hier ist unser Eingang. Und hier Mike, ist noch Mike. Ist das eine Stimme von dir? Wer weiß. Manchmal bringe ich sie durcheinander. Nee, ich glaube, ich kenne den. Der kann nicht eine Stimme von dir sein. Okay. Ist ein anderer. Der war in anderen Shows bei uns auch schon mal. Ich würde mehr rauschen. Egal, wo man sein Ohr reinschaut. Ja. Ich hoffe, das war nicht schon mal in der Toilette. Man weiß es nicht. Das heißt ja, ja. Krieg ich auch eine? Ich glaube, da muss ein Zwischenapplaus her, übrigens. Ja. Mike, der gehört zur Kinemathek irgendwie. Mach dir keine Sorgen. Der gehört. Also, ja, ich rufe morgen nicht meine Therapeutin an. Nein, der gehört zu. Da ist irgendwie was Neues in meinem Kopf. Ja. Der ist immer noch im Raum. Ja. Ist in Ordnung. Okay, gut. Mike, jetzt habe ich den Faden verloren, aber so ist es häufiger.
Du hast gezeigt da. Ja, genau. Hier ist unser Eingangsbereich. Da ist, sind die Fenster, die sind normalerweise offen. Da ist unser sogenannter Ladenraum. Oben haben wir auch Räume, die auch sehr, sehr schön erhalten sind mit offenliegendem Fachwerk. Und wir kriegen gerade ein neues Lichtkonzept rein. Und es ist einfach wunderschön. Man muss oben ein bisschen Seegang gewohnt sein, weil der Boden doch relativ schief ist. Aber wir lieben unser Haus, weil es, es wirkt von außen gar nicht so. Aber wenn man reinkommt, hat man das Gefühl, gigantisches, endlose Möglichkeiten, endlose Räumlichkeiten. Wohlgemerkt, kaum Türen im Haus. Das finde ich sehr schön. Das ist fast symbolisch so ein bisschen, dass wir quasi so, dass es irgendwie grenzenlos ist. Ja. Wenn man jetzt die Kulturküche besucht, wo würde man dich treffen? Was machst du da? Ja, ist das eine Fangfrage? Nee, das ist easy. Ja, easy. Ja, ich bin so der Hauptverantwortliche so für den Servicebereich und ich bin quasi so, wenn wir offen haben, dann bin ich normalerweise hinter der Theke und bin derjenige, bei dem man bestellen kann, bei dem alle möglichen Fragen, so, die so anfallen, beantwortet werden. Und notfalls kenne ich die Personen, die die Fragen beantworten kann, können, die ich nicht beantworten kann und weiß auch meistens, wo die gerade stecken oder so. Ja. Und für jene Leute, die noch nie, sorry, ich muss es sagen, die noch nie von der Kulturküche gehört haben. Ja, es ist traurig, ja, ja, es ist traurig, ich sehe es ein. Aber für die Leute, wie würde man sagen, also was ist daran so besonders für dich jetzt? Das ist eine Fangfrage. Ich würde sagen, die Kulturküche ist für mich mein, also das sagen viele Leute immer so, hey, wir sind in unserer Firma, hier ist so eine tolle Familie und bla bla bla. Und in der Kulturküche habe ich meine Familie gefunden, die ich, also das ist eine lange Geschichte, das ist so mein Backstory. Aber da habe ich wirklich das Gefühl, dass ich mich zeigen kann, wie ich bin. Und die, das kann jeder, also selbst als Gast oder so. Man kann sich zeigen, wie man ist, was man ist und wer man ist. Und man wird immer aufgefangen, wenn es mal schwierig ist. Man hat einen Platz, an dem man sich austoben kann, ausleben kann. Und das ist schon was Besonderes. Also das ist wirklich was wert ist. Und das kann man auch für Geld nicht berechnen oder so, ja. Also deshalb, das ist was man da einfach spürt. Und ich habe auch schon festgestellt, es kommen Handwerker ins Haus und die fragen dann erstmal, was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn das für ein Ort? Ich so, ja, ihr könnt hier ihr sein, ihr könnt auch mal fluchen oder euch auch anbapsen oder so und am Ende ist wieder alles gut, weil man nimmt sich in den Arm und man findet einfach absolut Menschlichkeit. Also das, worauf es ankommt. Yeah. Mike, lass uns noch kurz zum Film kommen. Ich weiß, ihr macht Konzerte, ihr macht Tanz, ihr auch viel mit Essen. Essen ist ein wichtiger Bestandteil auch bei euch. Aber ihr habt schon mal einen Film des Regisseurs auch bei euch gezeigt, kann das sein? Das weiß ich gar nicht. Oh, ja. Dann habe ich ihn verpasst. Ja, du, gar kein Thema. Aber kannst du dir vorstellen, warum dieser Film zu euch passt, auch wenn du ihn noch nicht gesehen hast? Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich... Du hast mehrmals betont. Ja, ja. Ja, ja, ich habe... Ja, ja. Weil ich bin ein großer Kinofan. Ja. Und deshalb bin ich immer eher dafür, mir Filme im Kino anzuschauen. Und deshalb habe ich auch gedacht, so, hey, ich hebe mir das heute auf. Ich darf mir nachher schauen. Aber ich habe gehört darüber, dass der Film von Menschen handelt, die eine Vision haben, die eine Idee haben und für die Umsetzung dieser Idee quasi ihr Leben, also dem allem unterordnen. Also dass die Vision, die sie haben, die bestimmt ihr Leben quasi. Und mir geht es inzwischen so, also mit unserer schwierigen Situation jetzt auch im Moment, finanziell in der Kulturküche, ist es so,
für mich ist das die Kulturküche. Also das ist eine Idee und die daran beteiligt sind, die geben dafür sehr viel und opfern auch. Und manchmal mehr, als man geben kann. Und das kostet natürlich auch Kraft, aber wie ich schon gesagt habe, das bekommt man auch wieder zurück. Also das ist nicht irgendwie was verloren ist, sondern das ist was man investiert in und man wird dafür belohnt im Sinne von etwas, was einem Geld oder beruflicher Erfolg oder so irgendwas nicht bieten kann, sondern eben das, was man dafür zurückbekommt, ist ein Stück weit sich selber näher zu kommen und auch anderen Menschen näher zu kommen. Ja. So, das ist ein Hammer-Zwischenschlusswort. Toll. Vielen Dank, Mike. Immer wieder gern. Ja, du darfst hier immer auf die Bühne. Du darfst hier immer auf der Bühne sein, auch ganz allein. Das nächste Mal, wenn ich bei einem Film, der hier läuft, dann springe ich hier ein bisschen rum. Ja, wir haben auch einen, der rennt hier auch mal rum mit Alo drumrum. Also, das sind ja einige Körner. Gewöhnt. Alles gut. Mike, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Er war die ganze Zeit hier auf der Bühne. Dann hätte ich nicht die ganze Zeit hier um den Block rumlaufen müssen. Ah. It happens. Seltsame Dinge passieren im Leben. Anderes Thema. Okay, Marc, was müssen wir jetzt noch sagen? Ich glaube, wir sollten sagen, dass nach dem Film sogar der Regisseur des Films live auf die Leinwand zugeschaltet wird. Also bitte bleibt noch nach dem Film noch etwas da, wenn ihr euch mit dem Regisseur direkt unterhalten wollt. Das ist auch etwas ganz Besonderes heute Abend. Valentin Thurn, richtig. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass zurzeit in der SWR-Mediathek ein ganz toller Beitrag läuft zum Thema, wie der Südwesten wohnte. Finde man, müsste man immer noch in der Mediathek finden. Das kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen. Weil in diesem Beitrag sieht man immer wieder die Stadt Karlsruhe und auch explizit die Innenstadt Ost, nämlich das alte Dörfle, mit ganz alten Archivaufnahmen und auch mit der ganzen Hintergrundgeschichte, wie das versucht wurde abzureißen und wie versucht wurde, das dann doch wieder zu erhalten und so weiter. Also diese ganzen Hintergründe werden dort geschildert, wie man eigentlich heute die Substanz erkennt. Also es ist generell ein historisches kleines Juwel, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, also das bitte schaut euch das an, das ist wirklich ausnahmsweise was Tolles, was im Fernsehen kommt. Das ist wirklich schön. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Und dann sollten wir vielleicht auch zum Abschluss kommen. Die Leute wollen unbedingt bis mal den Film sehen. Aber was müssen wir noch tun? Wir müssen noch unsere Glaskugel kurz aktivieren. Ja, vielleicht sollte man die Glaskugel kurz erklären. Ja, macht es. Okay. Die tauchte in jeder der bisherigen 8 Shows auf und manche Menschen haben die Gabe, in dieser Glaskugel was zu sehen. In der Regel ist es Mars. Ja, nein, stimmt nicht. Also die Gabe ist mir nicht gegeben, aber egal. Und in die Glaskugel sagt uns in der Regel, welcher Stadtteil als nächstes kommt. Wir haben das eigentlich immer nur zusammen gesehen. Ah ja, natürlich, ich war bei dir, aber gesehen, egal. Also, es geht um die Glaskugel, die hat auch magische Kräfte, die jetzt vielleicht aktiviert werden können. Ach, siehst du, geht schon los. Geht du schon hast los, nur Glaskugel erwähnt, dann fängt sie an zu leuchten. Wow. Das ist die Musik. Ja, da ist sie wieder. Oh. Lass uns hineinschauen in die Kugel. Ja. Und? Ich sehe noch nichts. Nein, ich sehe noch nichts. Schau doch mal genau hin. Ich sehe Karlsruhe. Siehst du? Ah, wer sieht auch was aus? Also, der sieht ein Karlsruher Fächer. Okay, wir fliegen über die Stadt. Eine Fächerstadt.
Und dort, schau mal, da sieht man diesen Hinterhof, den wir gerade auf dem Bild gesehen haben, in Farbe. Ah ja, guck mal, und da sind Konzerte auch und so, ne? Genau. Gute Stimmung da. Und man sieht auch ganz viele fair bezahlte Mitarbeitende. Wow, toll. Du, die sehen glücklich aus da. Total glücklich. Ja. Alle sind total glücklich. Warte mal, ich mach mal kurz noch das, das Wort. Kulturküche. Ah, guck mal, da ist der OB von Karlsruhe, der Dr. Mentrup, der gerade einen Gutschein, einen großen Scheck überreicht. Ah ja, toll, ist doch wunderbar. Also, das ist sehr schön. Also, gute, der ist bei mir sehr unscharf. Ja, ja. Ja, das ist auch der Käufler, weiß ich nicht. Ja. Naja, ein bisschen unscharf, das stimmt. Okay, wir fliegen zurück, gen Himmel, ja? Ja. Okay, wieder sehen wir den Fächer. Und die Kamera fliegt weiter, weiter und weiter Richtung Südwesten. Ach, ich seh sogar ein Datum, darf ich sagen? Ja. 3. März. 3. März, die nächste Sendung. Über? Den Stadtteil Südweststadt. Echt? Das siehst du? Das sehe ich. Die Zahl sehe ich nicht, die du siehst. 3.3. 3.3. Ah. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben es heute. Ende, oder? Ja. Ja. Südwestern kriegt, glaube ich, auch noch einen Applaus, oder? Dann vielen, vielen Dank fürs Kommen heute und für das Feiern der Kulturküche und des Stadtteils Innenstadt Ost. Und wir wünschen euch viel Vergnügen bei dem Film. Und ja, vielen Dank fürs Kommen. Und auf Wiedersehen. Ah, jetzt kommt was. Okay, das ist der Abspann. Ist der Abspann. Vom Vorspann. Den könnt ihr euch dann zu Hause nochmal online anschauen, wie das ausschaut. Der Abspann. Der Abspann und der Abspann im Vorspann. Der ist auch toll. Der ist auch schön. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.